Herzlich willkommen zur zweiten Live-Session zu den Grundlagen der BWL. Wir waren letztes Mal bei den Basiskonzepten der BWL stehen geblieben. Da will ich Ihnen einen ganz kurzen Abriss geben über die grundlegenden Konzepte der BWL. Wie hat sich das so im Einzelnen entwickelt? Es hört sich schrecklich langweilig an. Ja, Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. Aber damals waren auch schon ein paar intelligente Menschen am Werk, die sehr innovative inspirierende Ideen hatten, die auch heute noch von Relevanz sind. Und das schauen wir uns im Einzelnen an. Man kann auch sehen, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Was also damals wichtig war, was heute wichtig ist, aber was heute auch immer noch von Relevanz ist. Zunächst mal ein bisschen einen systematischen Überblick hier. Kann man erkennen, wie die BWL im Rahmen der Wissenschaften im Allgemeinen eingeordnet ist. Die BWL gehört zu den Realwissenschaften, im Gegensatz dazu gehört die Mathematik zu den Formalwissenschaften. Und Metawissenschaften sind immer Wissenschaften, die sich über andere Wissenschaften, ich sage nicht erheben, aber die losgelöst im Prinzip von einer Kategorie sind und sich mit allgemeinen Fragestellungen beschäftigen, die Philosophie beispielsweise oder die Theologie. Im Bereich der Realwissenschaften können wir eben Geistes- und Naturwissenschaften unterscheiden. Die meisten von Ihnen oder viele von Ihnen studieren ja Naturwissenschaften. Wir haben uns ja auch umbenannt hier von Fachhochschule in Technische Hochschule, um dem mehr Ausdruck zu verleihen. Und gerade hier die Naturwissenschaften sind ja jetzt auch insbesondere gefordert in der aktuellen Krisensituation. Und ich ziehe da immer wieder meinen Hut davor, wie die sogenannten Helden des Alltags heutzutage da wirklich alles geben, um sich dafür einzusetzen, hier Heilmittel zu finden, um Leute zu behandeln, die angesichts der Corona-Krise da stark in Mitleidenschaft gesundheitlich oder auch anderweitig betroffen sind. BWL gehört, wie gesagt, zu den Geisteswissenschaften, ebenso Psychologie, Soziologie, Politologie und so weiter und so fort. Das ist auch nicht so schrecklich spannend. Deswegen gehe ich mal gleich zur nächsten Folie weiter. Womit beschäftigt sich eigentlich die BWL, insbesondere im Vergleich zur Volkswirtschaftslehre? Die Wirtschaftswissenschaften als Realwissenschaften, ja, beschäftigen sich immer mit dem einzelnen Wirtschaftssubjekt. Also Betriebswirtschaftslehre beschäftigt sich mit einem einzelnen Unternehmen und mit allen Fragestellungen, die dieses Unternehmen tangieren, um Produkte, Dienstleistungen herstellen zu können und mit der Umwelt zu interagieren. Das heißt, Rechtsform ist eine Frage der BWL, Produktionsplanung, Marketing, Personalmanagementlehre, Finanzierung zum Beispiel, wie bekommt ein Unternehmen Geldmittel. Gerade das ist ja heute interessant, wo wir jetzt einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik dieses große Hilfspaket vereinbart haben im Deutschen Bundestag und wo die Amerikaner, haben Sie ja gehört, fast 2 Billionen US-Dollar praktisch für die Wirtschaft freigemacht haben. Womit beschäftigt sich eigentlich die VWL? Schreiben Sie das mal rein in die Chatfunktion. Was sind so Fragen der Volkswirtschaftslehre? Die sind ja jetzt auch groß im Vordergrund. Sie haben zum Beispiel gehört vom IFO-Institut, dass das IFO-Institut jetzt einen aktuellen Geschäftsklimaindex anlässlich der Corona-Krise publiziert hat. Bedürfnisse der Menschen. Ja. Was sind so Fragestellungen vom IFO-Institut oder vom Institut der deutschen Wirtschaft? Oder ein DIW, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Regulierung der Wirtschaft im sozialen Kontext. Ja, da geht es also nicht um das Einzelne. Ja, Handel. Arbeitslosigkeit, richtig? Oder Arbeitsmarktpolitik oder Steuerpolitik oder Geldmengenpolitik. Was ist der große Unterschied zur BWL? Die VWL beschäftigt sich immer mit dem System als Ganzes. Also, sie setzt sich mit aggregierten Bereich auseinander. Also nicht nur mit einem einzelnen Unternehmen, sondern mit dem Unternehmen an sich, also mit allen Unternehmen zusammengenommen, zum Beispiel auch Steuerpolitik. Welche Art sollten unsere Unternehmenssteuern sein, um im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu bleiben oder zu sein als Land, nicht als Unternehmen, sondern auch als Land und damit natürlich auch als Unternehmen nachher. Das heißt, hier geht es um Verteilung des Volkseinkommens, Fragen der Beschäftigung, Arbeitsmarktpolitik, hatten Sie gerade richtig gesagt, Wachstum, Konjunktur. Und gerade da ist es ja, gerade heutzutage ist es ja so schwierig,
Die Vorhersagen sind ja sehr, sehr unterschiedlich, sehr heterogen und einige sprechen von Rückgang von minus 7% oder minus 5% bis zu minus 20%. Und wenn man von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung spricht, was meint man denn immer? Was meinen die Volkswirte dann? Ja, BIP, Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt, damals hieß das vor einigen Zeiten oder vor vielen Jahren hieß das Bruttosozialprodukt. Bruttoinlandsprodukt, die Summe aller Waren, Güter und Dienstleistungen, die in einem Land erbracht worden sind. Das Bruttoinlandsprodukt, richtig. Und unser Bruttoinlandsprodukt, wer weiß, wie hoch das ist? Ungefähr? Was für ein Bruttoinlandsprodukt haben wir eigentlich? Das ist immer ganz gut, wenn man so ein paar Zahlen irgendwie auch kennt. Sie können ja auch parallel googeln. Ich meine, das ist ein bisschen unfair, aber ungefähr geschätzt, was haben wir denn? 200 Milliarden, 800 Milliarden, 1 Billion, 2 Billionen, 3, 4, 5, 6, 7. Wer bietet mehr? 2 Billionen? Ja, zwischen 3, ja, da haben Sie es gegoogelt, ne? Genau, zwischen 3 und 4. Und dafür haben wir jetzt unheimlich viele Mittel freigemacht für die Unternehmen, um die zu unterstützen, auch für Solo-Selbstständige. Und im Bezug, wir haben natürlich eine besondere Rolle auch in Europa. Vielleicht das auch mal eine interessante Zahl in diesem Kontext. Das ist eine volkswirtschaftliche Geschichte. Das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik beträgt in etwa 25%, das schwankt mal, 25, 26, 27% der Wirtschaftsleistung Europas. Ja, also insofern haben wir dann schon eine herausragende Bedeutung hier. Damit beschäftigt sich die Volkswirtschaftslehre, also diese ganzen Fragen aggregierter Bereiche. Die BWL wendet sich immer den einzelnen Unternehmen zu, beschäftigt sich also mit Fragen, wie wir gerade schon gesagt haben, was für eine Rechtsform soll ich wählen, wie bekomme ich die Rohstoffe, wo kann ich am besten produzieren lassen, wo bekomme ich die besten Leute her, also auch die ganze Frage der Personalpolitik, Personalmanagement. Ein Student schrieb mal in einer Klausur, das fand ich besonders originell, das erzähle ich immer gerne so als Running Gag bei mir. Das war eine qualitative Klausurfrage. Wo unterscheiden sich oder nennen Sie Aufgabenbereiche und Inhalte von BWL und grenzen Sie diese von denen der Volkswirtschaftslehre ab? Und dann schrieb einer so schön in der Klausur, es war eine Vier-Punkte-Frage: Volkswirtschaftslehre ist die Lehre vom Volk, Betriebswirtschaftslehre ist die Lehre vom Betrieb. Das fand ich cool. Also, das war zumindest eine klare Antwort, und es war nicht grundlegend falsch. Deswegen habe ich das auch mit 2 Punkten bedacht. Also, es war nicht groß weiter aufgeführt, aber das gilt auch letztendlich für die Klausuren. Wenn wir denn dazu kommen, eine Klausur zu schreiben, das wissen wir ja noch nicht genau, aber auf jeden Fall kann ich Ihnen zusichern, sage ich mal einfach, dass wir. Dass Sie einen Leistungsnachweis bekommen, dass Sie auf jeden Fall die Credit Points bekommen. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Form das irgendwo aussieht, weil keiner natürlich in die Zukunft sehen kann und sagen kann, dass wir ab 19.04. wieder Präsenzvorlesungen haben. Ja oder nein, das müssen wir halt mal sehen. Gut, also damit beschäftigt sich die BWL. Einzelne Teilgebiete brauchen wir uns jetzt nicht anzuschauen, aber nur, dass Sie Bescheid wissen. Es gibt einmal institutionelle BWL, Zugehörigkeit zu bestimmten Wirtschaftszweigen und funktionelle BWL, also zum Beispiel Schwerpunktfach hier Produktion und Absatz. Und eine Kombination von diesen beiden Elementen. Also zum Beispiel Finanzierungslehre der Banken, ganz spannend im Moment. Oder allgemeine BWL. Und wir wollen uns ja nur mit den allgemeinen Sachen letztendlich beschäftigen. Ich versuche Ihnen so einen Überblick zu geben über alle Fragestellungen der BWL. Einige Sachen, da tauchen wir ein bisschen tiefer ein, bei anderen Sachen, das streifen wir mehr an der Oberfläche, aber wir wollen einen guten Überblick geben über alles. Jetzt geht's los. Der erste Ansatz oder der erste wissenschaftliche Ansatz kommt nicht von dem, der die Gutenberg-Bibel irgendwie gemacht hat, sondern von Erich Gutenberg 1951 hier im Bild. Der hat das Unternehmen als System von Produktionsfaktoren definiert. Also, ein Unternehmen ist ein System produktiver Faktoren. Und diese Produktionsfaktoren, die hat er unterteilt in sogenannte Elementarfaktoren, also das, was man wirklich zur Produktion braucht, also um einen Stuhl oder ein T-Shirt oder ein Auto herzustellen. Also einmal die Arbeit der Menschen, Arbeits- und Betriebsmittel,
und Werkstoffe. Also Aluminium zum Beispiel oder auch Maschinen natürlich. Das gehört alles mit dazu. Das sind alles Elementarfaktoren. Und dispositiver Faktor, das ist die Geschäfts- und Betriebsleitung. Gutmerk hat gesagt, okay, es muss ja eine Art von Management geben, das für das ganze Unternehmen plant, wie viel wollen wir produzieren, wie viel müssen wir produzieren, wie viel können wir verkaufen, wie können die Arbeitskräfte bestmöglich eingesetzt werden und so weiter und so fort. Ja? Deswegen originär ursprünglich war das Geschäfts- und Betriebsleitung. Heute würden wir eher sagen, das ist Planung, Organisation, Management. Ziel war es für Gutenberg immer hier, die Produktivitätsmaximierung herzustellen. Also dieses ökonomische Prinzip, das stand im Vordergrund. Also durch optimale Kombination der Produktionsfaktoren, also sowohl der Elementarfaktoren als auch des dispositiven Faktors, sollte eine Output-Maximierung erreicht werden. Das war noch sehr technisch orientiert, sehr technisch geprägt. Sieht es hier auch, wann er gewirkt hat. Und der Ansatz kommt aus den 50er Jahren. 1950er Jahren. Das war alles sehr technisch geprägt. Also hier war eigentlich, ging es viel mehr um so die Betriebsmittel. Es ging natürlich auch so ein bisschen um Management, aber so weiche Faktoren wie zum Beispiel Motivation, da stand oder psychologische, soziologische Faktoren, die standen hier nicht im Vordergrund. Das änderte sich dann mit diesem Ansatz. Ja, ich genehmige. Wunderbar, ist toll. Ich freue mich immer, wenn sich jemand zu Wort meldet. Wollen Sie noch mal zur Folie zurück oder so? Ich weiß nicht, ob Sie das auch machen können. Hier hat sich jemand zu Wort gemeldet. Vielleicht war es auch ein Irrtum. Herr Kirschke. Herr Kirschke darf jetzt auf der Folie malen, wenn er will. Und kann gerne übernehmen. Das wäre das Tolle. Ich meine, dann haben wir so eine Art Flipped Classroom in der Videokonferenz. Das war nur Rumgespiele. Aber er will, glaube ich, gar nicht, oder? Gut. So. War ein Irrtum? Okay. Gut. Ach so. Okay. Rumgespielt. Ist ja auch gut. Muss ja auch sein. Aber das ist. Spielen Sie ruhig rum. Ich meine, unterbrechen Sie mich und annotieren Sie auf der Folie. Dafür haben wir ja diese tollen Möglichkeiten, dass Sie auch mal gerne was auf der Folie annotieren können und sagen, okay, komm, hier, das finde ich spannend oder das kann ich nicht ganz verstehen. Wie auch immer. So, das können wir wieder zumachen. Der Ansatz nach Hein war völlig ein anderer als den Gutenberg gewählt hat. Er hat gesagt, die BWL ist in Richtung einer Führungslehre zu entwickeln. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr gesagt, okay, es ist ein System von Produktionsfaktoren, das Unternehmen, sondern, deswegen ist es hier fett gemacht, das System oder das Unternehmen ist ein zielgerichtetes soziotechnisches System. Da steckt nämlich ein Begriff drin, Soziologie. Und jetzt, das Innovative an diesem Ansatz war, Sie können hier gesehen, wann er gewirkt hat, also ungefähr 10 Jahre nach Gutenberg war das, hat er gesagt, die BWL ist zu den sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Nachbardisziplinen zu öffnen. Was ist denn damit gemeint? Wer kann sich darunter was vorstellen? Was meint er damit? Was heißt das Öffnen gegenüber den Nachbardisziplinen? Tippen Sie uns in den Chat rein. Ja, hören kann ich Sie nicht. Das haben wir deaktiviert, sonst hätten wir so ein Stimmgewirr oder so, das würde nicht sehr sauber rüberkommen, auch in der Aufzeichnung nicht. Ja, Psychologie. Was könnte noch interessant sein? Was für Wissenschaften könnten noch interessant sein für die BWL? Mitarbeiterführung, ja, da spielt Psychologie rein. Das steckt ja auch hier drin, ne? Soziologie, Psychologie, andere Sachen. Teamarbeit, ja, das sind auch so soziologische, psychologische Kompetenzen, Marketing. Marketing beschäftigt sich auch viel damit. Ne? Verhaltenswissenschaften zum Beispiel. Ne? Also, was auch hier Angebot- und Nachfrageverhalten, sehr gut, Saskia. Was er auch meinte, das hat er nicht explizit aufgeführt, aber das ist zum Beispiel im Marketing, ich bin hier so ein Marketingmann, wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit Neurobiologie.
Warum beschäftigen wir uns mit Neurobiologie? Es gibt zum Beispiel eine Forschungsrichtung, die nennt sich Neuromarketing. Und sie untersucht einfach den, wie unser, oder sie greift Input von Neurobiologen auf, um besser zu verstehen, warum wir gewisse Entscheidungen treffen. Die letzten Nobelpreise für Wirtschaftswissenschaften haben viele Menschen gewonnen oder die sich beschäftigt haben mit dem Gebiet der sogenannten Behavioral Economics. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Behavioral Economics. Und ich weise gern mal auf ein Buch hin vom Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Vielleicht hat das mal jemand schon mal gelesen. Sagt jemand das was? Kahneman? Daniel Kahneman? Kahneman? Ist ein Amerikaner, Nobelpreisträger, Professor. Der hat einen Bestseller geschrieben. Schnelles Denken, langsames Denken. Müssen Sie mal bei Amazon eingeben oder nächstes Mal, wenn die Büchereien wieder geöffnet haben oder so mal reingucken. Schnelles Denken, langsames Denken. Und in diesem Buch beschreibt er im Prinzip, wie wir Entscheidungen treffen. Nicht nur, wie wir Produkte kaufen, sondern auch, warum wir einen Menschen sympathisch oder nicht sympathisch finden und wie überhaupt Einstellungen zustande kommen. Das ist ganz interessant. Und das meinte Heinen im Prinzip. Deswegen ist der Ansatz so innovativ. Er meinte, dass wir BWL nicht so als Closed Shop betreiben sollten, sondern dass wir offen sein sollten. Ein österreichischer Komponist hat mal einen sehr, sehr schönen Ausspruch gesagt. Er hat gesagt, und das war ein Musiker, und er hat gesagt, wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts. Nochmal, wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts. Das ist ein ganz berühmtes Zitat, und das will sagen, dass sich keiner, egal ob das jetzt ein Biologe ist oder ein Mediziner ist oder ein Physiker ist oder ein Ingenieur ist oder ein Betriebswirt ist, in seiner Disziplin irgendwie einigeln soll, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wie in so einem Elfenbeinturm, sondern im Prinzip sollte das nicht als Closed Shop gehandhabt werden, sondern es sollte transparent offen sein. Man sollte immer Input aus anderen Wissenschaften aufnehmen und auch im Austausch stehen. Und das ist ja gerade das, was man zum Beispiel jetzt auch in so Krisensituationen irgendwo sieht, was ich auch ganz begrüßenswert finde. Und dann schreibt Hein hier weiter, der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen. Führung ist Menschenführung. Das ist natürlich eine sehr, sehr innovative Geschichte gewesen damals, ja, Mitte der 60er Jahre. Weil bei Gutenberg klang das noch ganz anders. Das System ist ein, oder das Unternehmen ist ein System von Produktionsfaktoren, Elementarfaktoren, dispositiven Faktoren, ja. Und hier kommt der Mensch nicht nur ins Spiel, sondern steht im Mittelpunkt. Weil alles betriebliche Geschehen ist durch menschliches Entscheiden geprägt. Und in der Tat, dieser Ansatz ist nach wie vor sehr modern, weil er, wie gesagt, dazu zwingt, dass wir uns andere Bereiche eben ansehen, um unseren Bereich besser zu verstehen. Und das sorgt auch für gegenseitige Akzeptanz. Und die Welt ist ja viel, viel komplexer geworden. Es ist ja nie irgendwo monokausal, sondern immer multidimensional. Und deswegen finde ich den Ansatz also recht spannend, gerade jetzt retrospektiv betrachtet. Nochmal einen Schritt weiter ging dann Ulrich, noch knapp 10 Jahre später. Und er hat einen Ansatz entwickelt, den er allgemeine Systemtheorie nannte. Das ist die Wissenschaft von der Struktur, den Verknüpfungen und dem Verhalten von Systemen, also damit auch von Unternehmen. Und Systeme sind dabei die geordnete Gesamtheit von Elementen, zwischen denen eine Beziehung besteht oder hergestellt werden kann. Das hört sich sehr abstrakt an. Was hat er gemeint? Er sagt, ein Unternehmen oder eine Organisation ist immer, und jetzt kommt hier jetzt wieder dieser Begriff hier, soziotechnisches System. Ja? Wie vorher auch. Hier, das soziotechnische System. Das wird hier aufgegriffen. Mensch und Sachmittel. Wir haben auf der einen Seite die Produktionsfaktoren von Gutenberg hier, aber der Mensch ist auch da. Zusammenwirken der einzelnen Elemente ist immer zweck- und zielorientiert. Und eigentlich das Wichtigste, das Unternehmen nimmt Input aus der Umwelt auf und gibt ihn an den Markt ab. Aber ist auch durch die Umwelt beeinflusst. Unternehmen, so meint Ulrich, sollten als offene Systeme gemanagt werden. Was heißt das?
Das geht jetzt viel weiter als einfach nur zu sagen, ja, ein Unternehmen produziert irgendwas und dann kaufen das irgendwelche Kunden, sondern Ulrich meinte, dass ein Unternehmen sich nicht abschotten soll. Genau wie hier der Hein gesagt hat, wir sollten uns nicht abschotten in unserer Wissenschaft, so sollten sich Unternehmen auch nicht abschotten gegenüber der Umwelt. Und Umwelt meint man einfach, da meint man die weitergehende Umwelt. Das heißt, hier geht es darum, dass wir das Unternehmen begreifen als ein System, welches im Austausch mit anderen Elementen letztendlich steht. Zum Beispiel mit Kunden oder mit Lieferanten oder auch mit Wettbewerbern oder auch mit der Politik. All diese Bezugsgruppen oder Elemente, die haben einen Namen. Man nennt das Stakeholder. Stakeholder, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Das sind Bezugsgruppen des Unternehmens. Bezugsgruppen. Bezugsgruppen des Unternehmens. Also zum Beispiel natürlich Kunden, aber auch Wettbewerber oder Lieferanten. Und Lobbygruppen, wie zum Beispiel Greenpeace oder auch die Politik, Medien und so weiter. All das sind letztendlich Stakeholder. Und im Prinzip, was da schon drin steckt, was der Ulrich rausgearbeitet hat oder rausarbeiten wollte, war, dass so ein Unternehmen nicht nur auf eine Bezugsgruppe achtet, also zum Beispiel, wir haben das ja im Dreieck der Leistungserstellung diskutiert, nicht nur auf die ökonomische Dimension achtet, sondern auf alle Aspekte gleichermaßen achtet. Also was für Auswirkungen haben meine Strategien nicht nur auf die Kunden oder auf den Wettbewerb, sondern auch auf die Politik, beziehungsweise inwieweit beeinflusst die Politik das Unternehmen, zum Beispiel Steuerpolitik oder inwieweit beeinflussen die Medien mein Unternehmen. Und da erzähle ich gerne meine Geschichte. Sie wissen ja, ich war bei Shell und wir haben Shell V-Power an die Tankstellen gebracht. Viele Jahre ist es jetzt schon her. Ich weiß nicht, tankt das jemand? Shell V-Power? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ein bisschen teuer. Ja, genau. Genau. Richtig. Gut. War ein großer Erfolg, als wir das eingeführt haben. Und das gut. Und das Lustige daran ist, oder das Spannende ist daran, wir haben im Prinzip, als wir zurückblicken, wenn wir jetzt zurückblicken, haben wir Shell V-Power eingeführt. Wir wollten es differenzieren vom Wettbewerb und sagten, okay, wir haben jetzt ein besonderes Additiv im Kraftstoff drin, war auch alles prima. Und das spart Kraftstoff. Wir haben gesagt, wenn du Shell V-Power tankst, dann hast du eine bessere Performance mit dem Auto. Und du kommst auch ein bisschen weiter. Ja, das spart Kraftstoff. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zahl wir gesagt haben. Habe ich echt vergessen. Spielt keine Rolle. Und wir sagten, das spart, ich sag mal eine Zahl, 2,5%. So, das war natürlich auch wesentlich teurer als 2,5%. Aber wir haben gesagt, spart 2,5%. So, dann war es ein Riesenerfolg. Und plötzlich kam der ADAC und sagte, das stimmt überhaupt nicht. Das spart keine 2,5%. Das spart nur 1,3%. Wer hatte recht? Interessanterweise beide. Weil Shell hatte das getestet nur mit aktuellen Fahrzeugen. Also die hatten damals alle aktuellen Fahrzeuge genommen. Also ein aktuelles Modell vom VW Golf, vom keine Ahnung, Fiat Cinquecento, vom Porsche, aber nicht nur von den Sportwagen, sondern auch, wie gesagt, Mercedes A-Klasse beispielsweise. Ja? Aber nur mit den aktuellen. Und der ADAC hat gesagt, ja, das ist ja unfair. Ne? Guck mal auf die Straßen, jetzt fahren nicht viele Autos rum, aber da fahren auch 30 Jahre alte Autos rum, ne? Und für die bringt das gar nichts. Und das stimmte. Wenn man jetzt werde ich ein bisschen technisch, aber wenn man jetzt ein altes Auto nimmt, dann hat das keinen sogenannten Klopfsensor und das merkt also nicht, wie viel Oktan, das ist ein Maß für die Klopffestigkeit des Kraftstoffes, wie viel Oktan der Kraftstoff hat. Also ich kann da Champagner reinfüllen ins Auto, nämlich V-Power, und das Auto sagt, was zu trinken, ja, ist egal, kann also Dom Pérignon von Wasser nicht unterscheiden, weil es keinen Klopfsensor hat. Deswegen bringt es bei diesen Autos 0,0%. Und im Schnitt
hat der ADAC gesagt, haben wir dann die Einsparung als zu hoch angegeben. Was passierte? Wir wurden gebasht und ADAC, größte Publikumszeitschrift Europas mit ungefähr 12 Millionen Abonnenten, haben gesagt, ja, Shell hat euch angelogen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, und wir standen da am Pranger. Und warum war das so? Weil wir einfach zu ignorant waren, nicht zu überheblich waren. Wir waren einfach, wir haben im Prinzip uns nicht der Systemtheorie hier so unterworfen, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken alle möglichen Bezugsgruppen an, sondern wir haben zu sehr auf den Kunden geschaut und zu sehr auf unsere Lieferanten geschaut und zu sehr auf uns selbst geschaut. Gar nicht zu sehr auf den Wettbewerb. Der Wettbewerb spielte da keine Rolle, weil die Idee war prinzipiell richtig. Aber im Nachhinein flog uns das um die Ohren. Und dann ruderte man zurück und sagte, okay, komm, es war ein Fehler. Man tat sich mit dem ADAC zusammen und sagte, gut, dann setzen sich unsere Ingenieure mit euren zusammen und dann schreiben wir da eine Zahl auf, die ihr auch vertreten könnt. Und dann haben wir nachher geschrieben, co-created with ADAC, und dann haben wir 1,9% draufgeschrieben und dann waren auch alle glücklich. Anfänglich haben wir viel Geld gewonnen und dann hatten wir viele, viele Millionen verloren deswegen. Und wenn wir von vornherein hier viel besser dem Ulrich zugehört hätten, wäre uns das nicht passiert. Und das ist das, was er meinte. Das sieht immer so ein bisschen wie Theorie aus oder Wirtschaftsgeschichte, wie öde, langweilig, dröge, träge. Aber da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Und dafür wollte ich einfach mal sensibilisieren. Gut, jetzt schauen wir uns noch den Umsatzprozess an. Das ist nur zur Visualisierung. Das muss keiner in so einer Klausur oder in so einem Test whatsoever irgendwie aufmalen, aber das visualisiert, das zeigt sehr anschaulich, wie so die einzelnen Transformationsprozesse hier ablaufen. Also, hier haben wir noch, das Unternehmen ist Transformationsprozess von Input zu Output-Gütern. Das ist, was Gutenberg auch gesagt hat. Und hier haben wir das Unternehmen, zielorientierte Unternehmensführung. So, und das Unternehmen beschafft auf den Beschaffungsmärkten Rohstoffe. Hilfs- und Betriebsstoffe. Ja? Also, die werden beschafft, zum Beispiel Baumwolle oder andere Materialien. Sie haben ja auch mitbekommen, wenn Sie jetzt im Supermarkt irgendwie einkaufen oder ganz generell, wie schwierig manchmal die Beschaffungssituation jetzt sein kann für einzelne Rohstoffe für entsprechend produzierende Unternehmen. Und dass jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie dazu übergegangen ist, Atemschutzmasken zu produzieren. Die Amerikaner haben, glaube ich, damit angefangen. Und hier ist dieser Ort der Transformation, hier das Unternehmen. Und das Unternehmen erstellt letztendlich Produkte für den Kunden, für den Absatzmarkt. Also auf den Absatzmärkten sozusagen versuchen wir Produkte und Dienstleistungen zu veräußern. Das ist so Aufgabe des Marketings. Und natürlich haben wir auch den Staat und den Geld- und Kapitalmarkt, der uns Geld zur Verfügung stellt. Also entweder ist das der Staat selber, jetzt zum Beispiel durch entsprechende Bürgschaften oder Kredite, Darlehen. Oder aber es sind Fremdkapitalgeber. Gut. Jetzt würde ich an dieser Stelle mal sagen, machen wir eine ganz kleine Pause, um vielleicht schon mal zum ersten Quiz irgendwie überzugehen. Weil bevor. Achso, nee, warte mal. Achso, wir müssen, glaube ich, den ersten Abschnitt noch komplett machen, damit wir das Quiz machen können. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich war jetzt selbst unsicher, wie viele Anzahl Quizzes ich da eingestellt habe. Ich glaube, wir müssen den ersten Abschnitt noch komplett fertig machen. Gut, sorry. Von der Unternehmensführung zum Management. Also, in Anlehnung an den internationalen Sprachgebrauch ist der Terminus Unternehmensführung von der Bezeichnung Management verdrängt worden. Führung wird heute immer als interpersonale Menschenführung verstanden. Also, beim Management geht es immer darum, Menschen und deren Aktivitäten zu koordinieren, um unternehmenspolitische Ziele zu erreichen. Management ist dabei mehr als führen. Es geht immer um ein systematisches, nach unternehmenspolitischen und strategischen Grundsätzen durchgeführtes, zweckbestimmendes, koordiniertes und kontrolliertes Handeln. Da stecken viele Wörter irgendwie drin, ja? Vereinfacht nochmal gesagt, geht es einfach immer nur darum, verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu koordinieren, deren Arbeitsleistung, dass die Unternehmensziele bestmöglich erreicht werden. Das ist Management. Und Management ist ja nicht nur, wie gesagt, hier.
Management ist nicht nur Menschenführung, sondern Management ist, es gibt ja auch Financial Management oder zum Beispiel Human Resource Management oder weiß ich nicht, Lean Management zum Beispiel, Produktionsmanagement, all das sind so Fragen letztendlich des Managements. Wir haben einmal das sogenannte normative Management und dieses normative Management gibt so die Normen, die grundlegenden Sachen vor. Also zum Beispiel Unternehmenskultur, das Leitbild des Unternehmens. Unternehmensphilosophie, Vision, Mission. So ist zum Beispiel die Mission von Google, making all the world's information universally accessible in every language. Das ist die Mission von Google. Und das wird praktisch vom Google Headquarter weltweit so vorgegeben. Und alles, was das Unternehmen tut, alles, was das Unternehmen tut, ist daraufhin ausgerichtet. Strategisches Management ist nicht so überlagernd, sondern es ist im Prinzip längerfristig ausgelegt. Im Planungshorizont haben wir hier 3 bis 5 Jahre. Das heißt, wie richten wir uns strategisch aus? Auf welchen Märkten sind wir? Auf welchen Märkten wollen wir sein? Im Prinzip ist das so, wenn man jetzt nochmal ein Whiteboard nimmt, dass wir so eine Art Szenarioplanung haben. Das heißt, hier haben wir die Zeit und hier haben wir eine Kenngröße, die uns interessiert, zum Beispiel Marktanteil oder Profitabilität oder Return on Investment oder was auch immer oder Marktanteil. So, und jetzt sagen wir, okay, hier sind wir so und wohin laufen wir? Das ist im Prinzip, wenn man so will, eine Trendextrapolation und wenn wir nichts weiter verändern, dann laufen wir dahin. Ja, dann gehen wir so in diese Richtung, also über einen gewissen Zeitraum hier kriegen wir diesen Marktanteil. Jetzt aber die Frage, okay, wo möchten wir eigentlich hin? Ja, wo möchten wir eigentlich hin? Das ist so dieser angestrebte Zustand, also in Bezug auf Marktanteil oder Profitabilität. Vereinfacht gesagt. Und die Frage ist halt, wie kann ich diese Lücke schließen? Das nennt man auch diese Gap Analysis. Gap, mind the gap. Das kennst du irgendwie aus England oder allgemein, vom allgemeinen Sprachgebrauch. Gap Analysis, Gap Analyse. Wie kann ich diese Lücke schließen? Wie kann ich hier hinkommen? Also, was muss ich tun? Im Prinzip sind das die strategischen Planungsfragen. Also, erste Frage: Wo stehe ich? Zweite Frage, wie bin ich hier hingekommen? Also welche Art von Strategie hat mich hier hingeführt? Dritte Frage, wo möchte ich hin? Vierte Frage, wie komme ich dahin? Und fünfte Frage, wie kann ich kontrollieren, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und damit beschäftigt sich das strategische Management. Damit beschäftigt sich das strategische Management. Und operatives Management, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Operations. Das ist im Prinzip wirklich die Umsetzung hier. Die Umsetzung vor Ort. Ja, auf der Straße, hat mein Chef immer gesagt. Irgendwie draußen wächst der Mais, hat er gesagt. Ja, das ist das, was wirklich operativ passiert. In den Unternehmen, hier in den Outlets zum Beispiel. Also bei, weiß ich nicht, bei Rossmann. Ja, da gibt es einmal die Unternehmensleitung oder beim Otto-Versand die Unternehmensleitung und die Zentrale, die auch über gewisse Strategien nachdenken. Wie können wir zum Beispiel dem florierenden Online-Handel begegnen? Wie können wir unseren Online-Handel irgendwie ausbauen? Was für Ziele haben wir langfristig gesehen? Ja? Und das ist die Umsetzung letztendlich. Was muss getan werden und wie wird das vor Ort in den einzelnen Filialen letztendlich umgesetzt? Gut, und jetzt schauen wir uns noch ein paar Kennzahlen an, bevor wir das Kapitel hier abschließen. Wenn Fragen sind, immer her damit. Ich glaube, ich sehe die dann auch entsprechend. Ich sehe hier auch so ein paar hochpoppen. Wie kommt man langfristig von der ausführenden Kraft ins mittlere Management? Ha, eine Karrierefrage. Können wir gleich das Coaching beginnen? Langfristig. Naja, das sollten Sie erstmal kurzfristig anpeilen. Was ich Ihnen dazu generell sagen kann, das ist, Sie sollten immer versuchen, nach Möglichkeit so schnell wie möglich rauszukommen aus der sogenannten Linienverantwortung in eine Stabsstelle. Stabsstellen, das werden wir noch sehen, wenn wir über Organisationsstrukturen sprechen. Das sind Unternehmensstellen,
die für das ganze Unternehmen zuständig sind. Also zum Beispiel strategische Geschäftsentwicklung. Das ist so eine klassische Stabsstelle. Die ist nicht den anderen Bereichen irgendwie übergeordnet, aber sie erledigt für die Unternehmensleitung unternehmensweite Aufgaben und plant entsprechende Strategien. Dadurch haben sie einen sehr, sehr guten Überblick. Das Problem ist immer, wie komme ich ins mittlere Management? Wenn ich jetzt, das ist eine personalpolitische Frage, wenn Sie sagen, Sie wollen Führungsverantwortung übernehmen in allen Unternehmen, ist egal, welches Unternehmen, welche Branche, spielt überhaupt keine Rolle. Chemische Industrie oder physikalisches Unternehmen, das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle, was Sie machen. Dann ist es so, und Sie sagen, okay, ich möchte Personalverantwortung übernehmen, dann fragt man, jo, haben Sie schon mal Leute geführt? Nee, habe ich nicht, ja. Und da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Wie wollen Sie denn Leute führen, wenn Sie noch nie Leute geführt haben? Wenn Sie aber zum Beispiel, und deswegen plädiere ich ja immer dafür, im Rahmen einer Stabsfunktion oder wenn Sie Projektleiter sind, ein Projekt, welches per se ja immer funktionsübergreifend läuft, also ein Projekt zum Beispiel, da geht es um den Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes, ja, und dieses Projekt tangiert unterschiedliche Unternehmensbereiche, Finanzen, Marketing, Rechtsabteilung, Personalabteilung. Und wenn Sie so ein Projekt zum Beispiel erfolgreich durchgeführt haben, dann können Sie immer sagen, ja, ich habe im Rahmen dieses Projektes zum Beispiel oder im Rahmen meiner Stabsstellenverantwortung für den Ausbau oder für die Entwicklung dieses Geschäftsfeldes gesorgt. Ja? Und das hat den und den Unternehmensbeitrag geleistet. Dann lässt man das gelten. Das ist also für mich der leichteste und effektivste Weg, um in Führungsaufgaben und Führungsverantwortung zu kommen. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Alles andere müsste man individuell klären. Das kann man auch nicht so einfach beantworten. So, wozu brauche ich überhaupt Kennzahlen? Was soll das? Kennzahlen brauche ich zur zielorientierten Planung, Steuerung, Kontrolle und Entwicklung. Warum brauche ich Kennzahlen? Also, wir hatten, das Interessante war, als ich jung war und als ich bei der Mineralöl AG angefangen habe zu arbeiten, das Interessante war, wir hatten eine Stellenbeschreibung, aber wir hatten keinerlei Zielvorgaben. Also es gab natürlich Zielvorgaben für den Außendienst, aber es gab keinerlei Zielvorgaben beispielsweise für die Menschen in den zentralen Abteilungen. Also ich war damals im Marketing. Und war für alles, was sie essen und trinken konnten, im Tankstellenshop zuständig. Aber es gab keine Ziele. Also es hieß nicht irgendwie, ja, Herr Dr. Opresnik muss so und so viel Verkaufsförderungsaktionen mit der Industrie umsetzen oder er muss den Umsatz oder den Gewinn in der und der Warengruppe um so und so viel Prozent erhöhen. Das Problem ist dann immer, und das ist das Bindeglied hier zum Management, wenn Sie jetzt keine Ziele haben, haben Sie ein Problem. Warum? Wozu sind Ziele gut? Denken Sie mal an Sport. Wenn Sie irgendwie Sport machen, insbesondere leistungsmäßig, wozu sind Ziele gut? Motivation, ja. Ziele haben eine Motivationsfunktion. Genau. Weil wenn es ein Ziel ist, was ich erreiche oder erreichen kann, Überprüfbarkeit, richtig. Rahmenbedingungen, sehr gut. Kontrollfunktion, auch richtig. Stimmt. Also, wunderbar. Da ist viel Richtiges dabei. Genau das, was ich eigentlich sagen wollte auch. Wenn ich jetzt nochmal das Whiteboard nehme. Wir können das auch mal schön antiquiert machen. Das wollen wir gar nicht. So ein Tafelbild. Dann hat man so eine richtig schöne Tafel hier und kann mit weißer Schrift malen. Das kann man schön sehen. So, zack. Was haben Ziele für Funktionen? Wir hatten das gesagt. Also einmal, Ziele haben eine Motivationsfunktion. Sie motivieren. Das gilt nicht nur für Sport, sondern es gilt auch für berufliche oder private Ziele. Motivationsfunktion. Ziele haben weiterhin, das hatten wir auch gesagt, eine Kontrollfunktion. Deswegen mögen viele Leute auch keine Ziele. Ich kann ja anhand der Ziele kontrollieren, ob jemand diese Ziele erreicht hat oder eben nicht. Übererfüllt hat oder untererfüllt hat. Ziele haben auch eine Koordinationsfunktion.
eine Koordinationsfunktion. Warum? Nämlich, und das haben wir gesagt, das ist ja Aufgabe des Managements, weil wenn ich, Management meint ja, nochmal, die Aktivitäten von Menschen so zu koordinieren, dass die Unternehmensziele bestmöglich erreicht werden. Und mit Zielen kann ich das tun, weil wenn ich den Menschen keine Ziele vorgebe, Herr Schult, prima, wunderbar, das klappt ja wunderbar mit der Technik, sehe ich gerade, wenn man keine Ziele hat, weiß man nicht, wo man hinfahren will. Ne? Genau, richtig. Koordinationsfunktion, ich kann die Menschen auf diesen Kurs hin einschwören. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Elektromobilität ist mir wichtig, ich hinterlege das aber nicht mit dem entsprechenden Ziel. Also ich sage nicht, ja, das bedeutet auch für dich im Verkauf, der Anteil der Elektrofahrzeuge am Verkauf, an allen verkauften Fahrzeugen, der muss dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um 15% gesteigert werden oder so. Nur wenn ich sowas mache, dann koordiniere ich natürlich auch die Arbeit von den entsprechenden Vertriebsleuten, weil die versuchen natürlich die Ziele zu erreichen. Und deswegen werden die sich vermehrt bemühen, hier dieses Ziel zu erreichen, wenn es entsprechend in einem quantifizierbaren Ziel auch niedergeschrieben ist. Motivations-, Kontrollfunktion, Koordinationsfunktion und dann hatten wir noch einen Bereich. Das ist die letzte Funktion. Informationsfunktion. Was heißt denn das? Das heißt im Prinzip, dass das Unternehmen, die Unternehmensleitung durch die Zielvorgaben den einzelnen Mitarbeitern auch zeigt, Mensch, guck mal hier, da wollen wir hin, das ist wichtig für uns. Ja? Und deswegen sind Ziele so wichtig. Ich brauche diese Ziele, diese vier Funktionen von Zielen sind deshalb so wichtig, weil sonst Leute einfach arbeiten, wie sie wollen. Einfach unkoordiniert im wahrsten Sinne des Wortes. Eigenverantwortlich. Einige Leute können das gut, aber einige können es auch nicht. Und dann habe ich natürlich auch als Unternehmensleitung keinen Überblick. Und deswegen brauchen wir hier diese Ziele und diese Kennzahlen. Also, Kennzahlen sind ein Instrument deswegen zur Erfüllung der Managementaufgaben. Traditionell hatte ich hauptsächlich Rechnungswesen orientierte Ziele oder ja, vergangenheitsorientiert, da geht es um Analyse, Soll-Ist-Vergleiche. Controlling-Kennzahlen sind eher gegenwarts- und zukunftsorientiert. Es geht auch natürlich heutzutage vielmehr um die Steuerung des Unternehmens. Es geht ja nicht nur um finanzmarktorientierte Ziele, sondern es geht ja auch um Ziele wie zum Beispiel Mitarbeitermotivation oder Fluktuation. Oder zum Beispiel Kundenzufriedenheit könnte ja auch ein Ziel sein. Da kommen wir gleich noch zu. Planung ist Wegweiser der Unternehmensführung. Das heißt, Ziele ermöglichen es mir, Soll-Ist-Abweichungen festzustellen. Ja? Ich lege gewisse Soll-Zahlen fest, vergleiche die mit den Ist-Zahlen und analysiere dann, gibt es eine Abweichung, gibt es keine Abweichung. Warum gibt es eine Abweichung? Ja, wenn ich letztendlich Abweichung habe, muss ich den Ursachen nachgehen und versuchen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Gut, das ist letztendlich auch klar. Das ist immer gerne eine qualitative Frage in der Klausur. Was für Arten von Zielen gibt es? Wertziele, Sachziele und Humanziele, ökologische Ziele. Also, das sind die Wertziele sind die Ziele, die auf dem ökonomischen Prinzip basieren. Alle Ziele auf Grundlage des ökonomischen Prinzips. Also, Gewinn, Profitabilität, Return on Investment und so weiter und so fort. Sachziele sind Ziele hinsichtlich des anzustrebenden Leistungsergebnisses. Sachinhaltliche Art. Zum Beispiel Produktqualität oder Kundenzufriedenheit. Humanziele oder ökologische Ziele, das ist die andere Seite des Dreiecks der Leistungserstellung. Ja? Ziele hinsichtlich des anzustrebenden Verhaltens oder der Motivation von Mitarbeitern, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Motivation. Und jetzt liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass einige Ziele, wie zum Beispiel Formalziele, relativ leicht zu quantifizieren sind, wohingegen andere Ziele, wie zum Beispiel die Motivation von Mitarbeitern, nicht so einfach zu quantifizieren sind. Oder zum Beispiel auch Produktqualität ist auch nicht so leicht zu quantifizieren. Was machen wir da? Wer weiß das? Wer hat da so eine Idee? Ja, gut, prima. Herr Reimers, ja, genau, allgemein gesehen
sagt man dazu, das kennen Sie ja aus den anderen Wissenschaften auch, man versucht das zu operationalisieren. Also, was nicht passt, wird passend gemacht, wie beim Fußball. Ja, das Runde muss ins Eckige. Das heißt, wir suchen nach, man sucht nach Variablen, die mit dem Ziel korrelieren. Also, anders macht es keinen Sinn, weil, was ist wichtig? Was müssen Ziele immer sein? Ziele, das gilt für private Ziele genau wie für andere Ziele letztendlich auch. Wollen wir nochmal das Blackboard nehmen? Das ist schön. Wie müssen Ziele immer sein? Messbar, sehr gut. Ziele müssen immer smart sein. Das kennen Sie vielleicht aus meinen anderen Vorlesungen oder aus erreichbar. Prima, da haben wir alles drin. Kennen Sie alles schon. Spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Also Sie müssen eine zeitliche Komponente haben. Smart. Ziele müssen immer smart sein. Spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch oder auch realisierbar und terminiert. Viele Ziele sind es nicht. Das sieht man auch immer wieder in der Beratung. Also wenn man jetzt, viele sagen, okay, ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Ja, was war denn das Ziel hier? Ja, erfolgreiche Produkteinführung unserer Shampoo-Marke auf dem pakistanischen Markt. Ja, ich sage, Mensch, was heißt denn erfolgreich für euch? Ja, erfolgreich halt, ne? Oder erfolgreicher Launch oder erfolgreiche Eröffnung hier einer Zweigniederlassung auf den Philippinen. Was bedeutet Erfolg? Ich meine, das ist kein smartes Ziel. Auch bis wann, ne? Also Ziele müssen immer genau smart sein. Und ich will dazu auch eine Story erzählen. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass Ziele erreichbar sind, ne? Das haben wir ja auch gerade gesagt, ne? Spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch, realisierbar. Wir haben mal ein Ziel gehabt. Wir wollten, Shell wollte in Skandinavien besonders stark wachsen und den Marktanteil ausbauen. Und das bedeutete, dass der einzelne Planer, es gibt so Leute, die fahren rum und die suchen Grundstücke für Tankstellen. So. Und normalerweise, wenn so ein Planer gut ist, baut der im Jahr eine Tankstelle. Weil der muss ja nicht nur das richtige Grundstück finden, sondern der muss ja auch gucken, bekomme ich die Genehmigung, Bodengutachten, dann muss er analysieren, wie groß ist das Potenzial hier, wie stark ist der Wettbewerb und so weiter und so fort. So, das ist sehr aufwendig. Unsere Ambitionen in Skandinavien waren derart, dass es bedeutete, dass jeder Planer 3 Tankstellen pro Jahr bauen musste. Also, die Ziele waren überambitioniert. Wozu hat das geführt? Das Problem war nachher, die Leute haben sehr hart gearbeitet. Einer hat wirklich eine Tankstelle gebaut, einer hat mal 2 gemacht. Keiner hat letztendlich die 3 Ziele, die 3 Tankstellen irgendwie erreicht pro Jahr. Das heißt, die sind alle nachher bei der sogenannten Beurteilung ihrer Leistung relativ schlecht beurteilt worden, relativ schlecht weggekommen. Bei uns gibt es sowas und das ist der große Unterschied zu den Zeiten, wo ich noch bei der gearbeitet habe oder in deutschen Unternehmen. Motivation sinkt, natürlich. Aber nicht nur Motivation, sondern auch, es ist ganz, ganz problematisch, weil wir haben es so, dass wenn ich jetzt eine Zielvereinbarung habe und ich sage, okay, du baust jetzt irgendwo eine Tankstelle und ich das lege ich im Prinzip, wie läuft das? Das lege ich in einem sogenannten Gespräch mit dem Vorgesetzten, lege ich das gemeinsam fest. Bei uns hieß das, oder international nennt man das GPA, also Zielvereinbarungsgespräch, Goals and Performance Appraisal. Das muss man sich nicht merken, aber Zielvereinbarungsgespräch, ZVG. Und da lege ich dann zu Beginn, lege ich dann irgendwo ein Ziel fest. Und wenn ich jetzt ein Ziel festlege von 3 beispielsweise, 3 Tankstellen, dann gucke ich in der Mitte des Jahres, dann hat man so Mid-Year-Review, dann gucke ich, okay, wie viel hast du denn schon gemacht? Oh, okay, keine, ja, weil Genehmigungen haben sich hingezogen, irgendwo hier ist der Boden kontaminiert, das müssen wir alles erstmal aufräumen. Keine, dann sieht das relativ schlecht aus, müssen wir das Ziel irgendwie anpassen. Und am Ende des Jahres wird dann im Prinzip
beim Year-End-Review wird dann eben geguckt, okay, wie viel hast du gemacht? So, und wenn ich dann eine Tankstelle gemacht habe, dann führt das dazu, dass ich einen relativ schlechten Score bekomme. In so internationalen Unternehmen, auch deutschen Unternehmen mittlerweile, legt man dann so einen sogenannten Individual Performance Factor fest, ein IPF, Individual Performance Factor, furchtbarer Begriff. Und wenn ich jetzt im Prinzip drei Tankstellen gemacht habe, wirklich, dann habe ich ein IPF von 1, vereinfacht gesagt. Und wenn ich halt 0,8 habe oder 0,7 habe, dann bin ich halt ein Underperformer. Und das Problem war jetzt bei uns, die Leute haben sich angestrengt, keiner hat letztendlich die drei Tankstellen gebaut. Die hatten alle IPFs, die waren 0,7, 0,6, 0,5 und so weiter und so fort. Die waren nachhaltig demotiviert und vor allen Dingen auch ihre Karriere war praktisch verbaut, weil, wenn sie sich dann, Stichwort mittleres Management, wenn sie sich dann bewerben und sie müssen sich alle 3, 4, 5 Jahre bewerben auf einen neuen Job, sie wollen sich ja weiterentwickeln, dann müssen sie immer ihre letzten 3 Jahre angeben in Bezug auf den IPF. Und wenn sie dann dreimal angeben, 0,5, 0,7, 0,8, haben sie natürlich schlechte Chancen, einen Job zu kriegen. Deswegen haben wir da im Prinzip, das war eigentlich auch schlechtes Management. Zwar, weil wenn wir jetzt überambitionierte Ziele haben, ist es total kontraproduktiv, wie Sie auch schreiben. Ja, ich gucke jetzt mal kurz, wenn man kein Ziel hat, kann man auch nicht den momentanen Zustand erreichen. Ich lese jetzt nochmal parallel in den Chats nochmal Rahmenbedingungen, Kontrollfunktionen. Wir arbeiten auf dasselbe hinaus, richten kreuz und quer. Ja. Nee, die Vorlesung, ach so, Entschuldigung, Herr Bergmann fragt hier, sollte die Vorlesung nicht erst jetzt anfangen? Nee, die Vorlesung fängt immer an um 16:15 Uhr, also wie im normalen Stundenplan auch, 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr, das ist ja im normalen Stundenplan, und dann 18 Uhr bis 19:30 Uhr. Das ist so die normale Zeit. Die habe ich auch über Facebook und auch über das Moodle entsprechend kommuniziert. Sorry, wenn Sie da irgendwie das nicht mitbekommen haben. Tut mir leid. Ich stelle das gerne nochmal ein. Gut. So, jetzt kommen ein paar Fragen hier. Inwiefern wäre es in solchen Beispielen sinnvoll, vergleichen statt absolut zu bewerten? Ja, richtig. Und dafür werden auch so Kennzahlen genommen. Stichwort, wie nennt man das? Weiß das jemand? Benchmarking. Benchmarking ist, wenn wir uns, ich muss es an alle schicken, ich habe da, es ist immer standardmäßig irgendwie der letzte Aktive hier ausgewählt, ich muss es an alle schicken. Benchmarking heißt das. Benchmarking. Das ist im Prinzip, wenn ich mich mit der Industrie vergleiche, also mit Unternehmen, die auch in meiner Branche tätig sind. Machst du so eine Benchmark? Okay, was baut Nesso, was baut Maral? Wie viele Tankstellen schaffen die da in Skandinavien irgendwo? Okay, zwei. Ja, okay, dann müssen wir auch zwei irgendwie anpeilen. Ja, ist ein richtiger Gedanke. Wichtig nochmal hier, deswegen habe ich das erzählt. Viele Leute haben dann auch gekündigt im Nachhinein und das kann ja auch nicht Sinn des Managements sein oder auch Ziel der Firma, die Leute dann so nachhaltig zu demotivieren oder auch die Fluktuation des Unternehmens ran zu. Wie gesagt, zu hinterfragen. Gut, prima. Das hatten wir besprochen. Dann gehe ich nochmal eine weiter. Ja. Noch eine wichtige Geschichte. Hier geht es um die Unternehmensphilosophie und Zielhierarchien im Unternehmen. Was meine ich damit? Ich meine, es ist wichtig für ein Unternehmen, die Ziele, die ein Unternehmen als Ganzes hat, runterzubrechen in Zwischenziele. Also Ziele für einzelne Divisionen, einzelne Geschäftsfelder, einzelne Abteilungen, bis zu den Zielen für jeden einzelnen Mitarbeiter. Man spricht hier von Zielkaskadierung. Wie so ein Fluss oder Wasserfall, der in Kaskaden irgendwo runterfließt, so müssen Ziele letztendlich von der Unternehmensspitze heruntergebrochen werden. Zu den einzelnen operativen Einheiten. Warum? Warum ist das so? Warum sollte man das so machen? Warum sollte man Ziele runterbrechen? So Unternehmensziele, die man hat. Für den einzelnen Mitarbeiter. Was bedeutet das für dich vor Ort?
Damit jeder genau weiß, was er zum Ziel beigetragen hat. Völlig richtig. Also da ist wieder diese Motivationsfunktion irgendwo drin. Wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch werden und bei Marx irgendwo nachlesen, hat Marx gesagt, irgendwo der Aufstand des Proletariats kommt unter anderem deswegen zustande, weil der Einzelne entfremdet ist vom fertigen Produkt. Und ich kann abstrakt gesehen, wenn es mir gelingt, die Oberziele, die unternehmensweiten Ziele runterzubrechen für jeden Einzelnen, dann ist da eine enorme intrinsische Motivation drin, weil der Einzelne sein, oder besser, sagen wir mal so, besser seinen Beitrag zum großen Ganzen erkennen kann. Und da ist eine unheimlich, also er fühlt sich weniger als kleines Rad im Betrieb, beziehungsweise er sieht, wie dieses kleine Rad dann doch auch die Großen mit am Leben erhält und mit zum Bewegen bringt. Gut. Jetzt mal eine weiter. Ja, auch eine wichtige Geschichte qualitativer Art, gern mal in der Klausur gefragt. In welcher Beziehung können Ziele zueinander stehen? Das kennen Sie aus anderen Wissenschaften, aus der Biologie zum Beispiel auch. Da haben wir das. Komplementäre Ziele ist immer, wenn die Steigerung des Zielerreichungsgrades eines Ziels zur Verbesserung oder Erhöhung eines zweiten Zieles beiträgt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, die Unternehmensreputation auszuweiten, dann kann ich in der Regel auch damit rechnen, dass die Menschen häufiger bei mir einkaufen. Salopp formuliert. Das heißt, ich habe diesen Verlauf hier. Die Ziele fördern sich gegenseitig. Es gibt aber auch konkurrierende Ziele. Das heißt, die Steigerung eines Ziels führt zur Verringerung eines zweiten Ziels. Jetzt sollte man denken, mein Gott, die Unternehmen, die müssen irgendwie schlau sein und dann muss ich das halt verhindern, dass ich irgendwie konkurrierende Ziele habe. Aber ganz so einfach ist es nicht. Als ich in London gearbeitet habe, da kam zum Beispiel mal Mitarbeiter kam da an und sagte, ja, wir müssen unbedingt hier 50 Tankstellen in Deutschland schließen. Ich sage, warum? Wieso müssen wir schließen? Ja, darüber verkaufen wir nicht viel. Die müssen wir dicht machen. Dann habe ich mir angeguckt, okay, was sind eigentlich die Ziele dieser speziellen Abteilung? Nicht nur sein individuelles Ziel, sondern die Ziele dieser Abteilung. Und es stand drin, ja, die Ziele dieser Abteilung bestehen darin, den Average Throughput, also den ATP, hieß es bei uns, zu erhöhen, also den Durchschnittsabsatz pro Tankstelle. Und wenn Sie natürlich 50 Tankstellen am unteren Ende, am Tailend zumachen, die also nicht viele Liter Kraftstoff verkaufen oder viele Maßriegel verkaufen, ja, im Shop viel verkaufen, dann verlieren Sie natürlich relativ wenig und gleichzeitig geht natürlich der Durchschnittsabsatz hoch pro Tankstelle. Und eine Woche später kommt der Marketingleiter und sagt, Mensch, ja, nee, ich habe gehört, hier irgendwie ihr wollt Tankstellen zumachen in Deutschland. Und haben wir gesagt, nee, wir schauen uns das aber an. Und dann sagt er, nee, das können wir auf keinen Fall machen. Wir brauchen alle Tankstellen. Haben wir geguckt, okay, was steht bei den Leuten drin? Da stand Marktanteilsteigerung. Das heißt, selbst wenn sie 50 Tankstellen zumachen und sie verlieren nur sehr wenig und steigern den ATP dadurch, automatisch verlieren sie trotzdem Marktanteil. Weil sie ein bisschen was verlieren, weil die anderen das nicht immer 100% kompensieren können. Das heißt, auch in solchen Unternehmen, man hat häufig diese konkurrierenden Ziele und dann ist es natürlich Managementaufgabe, hier diesen Trade-off, so wie beim Dreieck der Leistungserstellung, was wir besprochen haben, eben zu eruieren, abzuwägen. Indifferent ist, wenn die Verfolgung von Ziel 1 keinerlei Auswirkungen auf die Verfolgung von Ziel 2 hat. Das ist so der letzte Fall, auch das gibt es natürlich. Gut. So. Gibt es noch Fragen hier im Chat? Ich sehe das immer nicht genau zum Teil. Umweltziele versus kurzfristige Kosteneinsparung. Ja, klar. Ganz klar. Ganz viel haben wir diesen Trade-off, insbesondere zwischen kurzfristiger und langfristiger Orientierung. Gut. So, damit die Videos jetzt trotzdem nicht zu lang werden, beenden wir es mal an dieser Stelle. Wir machen gleich noch mal ein bisschen weiter. Ich werde auch versuchen, dann nochmal in das Quiz reinzugucken, das mit Ihnen zu machen. Also wie gesagt, nicht abschalten. Bleiben Sie dann noch ein bisschen in der Leitung. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Nur das Video beende ich hier an dieser Stelle. Danke und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.